Aber auch so, um zum Grundthema zurückzukommen, Schulzeit oder auch generell Berufsschule und so weiter, waren schon viele Vollidioten bei. Aber ich jetzt Berufsschule mit Schule und Studium vergleiche, in der Reihenfolge, wie ich sagen würde, von Verhalten her. Ich mache jetzt mal 4 Abstufungen. Schulzeit als eine Stufe, Studium als eine Stufe, Ausbildung in der Praxis eine Stufe, also wie es halt so, ich hatte nicht duale Ausbildung, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, ob es eine duale war. Ich war auf jeden Fall in meiner Firma selber, da ich aber halt eine maschinelle Ausbildung gemacht habe, hatte ich noch einen anderen zweiten Firmenstandpunkt, der sich nur auf das Lehren von zum Beispiel Metall und Kunststoff irgendwie oder auch Hydraulik und Pneumatik und Elektrik und sowas spezifiziert. Da habe ich dann noch einen zweiten Teil gehabt, also einen Teil der Ausbildung. Und der dritte war dann Berufsschule. Deswegen würde ich da nochmal trennen zwischen dem, wo ich diesen Lehrplan hatte, diese Praxislehren und die Schulzeit der Berufsschule und die Studiumszeit. Das sind so diese 4 Teilgebiete. Am schlechtesten bewerten würde ich mit Abstand die Schulzeit. Übersät mit Vollidioten, asozialen Drecksidioten und einfach nur Spastikern gefühlt. Und auf dem dritten Platz des Verhaltens würde ich setzen, war die Ausbildungsstätte, wo wir dann so praktisch lernen, so mit Pneumatik, Hydraulik und so weiter. Da war ich mal froh, wenn die ganzen Idioten alle weg sind, weil da waren auch nur, also da hatten wir teilweise solche arroganten Wichser einfach drin. Weil ich zum Beispiel habe die Ausbildung direkt nach der Schule begonnen, weil ich halt die Ausbildung machen wollte und dann studieren wollte, so wie ich es jetzt halt gerade mache. Und ein anderer hat erst Abitur gemacht und dann Ausbildung, um dann als, ich glaube, das war Industriemechaniker arbeiten wollte. Jetzt brauche ich fürs Studium Industriemechaniker gar nicht. Die geht halt 3,5 Jahre, die Ausbildung, oder 3 Jahre, weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Habe ich auch gar kein Interesse dran, weil ich will nicht als Industriemechaniker arbeiten, ich will danach studieren. Und ich wollte halt nur die technische Bildung schon haben, weil ich dann halt schon weiß, ob mir das Gebiet gefällt. Bevor ich jetzt dann halt jahrelang studiere und vorher nur eine Abitur und Schulzeit war. Weil ich finde es halt immer krass so, wenn Leute halt ein Abitur und Studium machen und dann gefällt es ihnen vielleicht gar nicht. Und dann brechen sie es ab oder so. Das wollte ich halt verhindern, indem ich mir erstmal angucke, wie generell so dieser ganze Arbeitsbereich ist. Das habe ich gemacht. Dann habe ich mir halt angeguckt und dachte mir so, was mache ich für eine Ausbildung? Und habe halt gesehen, ey, Maschinen- und Anlagenführer. Das ist die Mischung zwischen Maschinenführer oder halt, nee, nicht Führer, Maschinenbediener und Industriemechaniker, die Mischung dazwischen. Das heißt also, du bist für die Maschinen zuständig und reparierst die, baust die um und so weiter. Also ganz normaler Prozess, den eigentlich der Industriemechaniker macht und wartest die halt auch und sowas. Aber gleichzeitig bedienst du sie halt mit, ja? In der Ausbildung habe ich dann zum Beispiel gesagt, okay, nimmst du die? Und warum habe ich die genommen? Ganz einfach, die ging nur 2 Jahre und nicht 3,5. Spare ich mir Zeit. Kann damit aber danach ein Studium anfangen. Und deswegen habe ich das genommen. Geht schneller, ich kann mir den ganzen Bereich angucken, lerne schon mal alles ein bisschen kennen und krieg schon mal das gewisse Grundwissen der ganzen Mechanik oder Hydraulik, Pneumatik und so weiter. Lerne ich alles schon mal so ein bisschen. Und dann hatten wir dieses arrogante Arschloch zum Beispiel, der immer meinte, weil er hat ja Abitur und hat sich mal für ein bisschen für klüger gehalten. Im Endeffekt, was ist daraus geworden? Ich hatte zum Beispiel jetzt die Ausbildung abgeschlossen. Jetzt kann ich mal richtig schön flexen, ja. Ich habe die Ausbildung abgeschlossen mit Auszeichnung der IHK, weil ich NRW Bester war und ich glaube Dritter in Deutschland. Also, ich habe mich sogar eingerahmt, diese geile Urkunde, weil ich im Einserschnitt bestanden habe. In fast jedem Fach eine 1. Praktische Prüfung eine 1. Schulzeugnis war, glaube ich, eine 1,6. Und davon, jetzt passt auf, 1,6 hatte ich als Abschlussnote. Wovon aber, das hatte ich euch fest, fast alles eine 1 war. Bis auf Religion, das war eine 3. Habe ich übrigens auch abgewählt, aber für das erste halbe Jahr haben sie es dann trotzdem gewertet. Und für nicht starke Beteiligung bei mündlicher Note gibt es in Religion eine 3. Das heißt also, wegen Religion wird dann dein Notendurchschnitt schlechter, was absolut lächerlich, finde ich, ist, aber hey, komm. Und das andere war Wirtschaft. Betriebswirtschaftslehre, irgendwie sowas war das, glaube ich. Das hatte ich auch noch eine 3. Jetzt halte ich aber fest, da gab es auch eine Story zu, die ich euch kurz erzählen kann. Ich mache jetzt mal so eine kleine Quatschfolge hier draus. Ist ja auch egal. Ja, gehört auch mal dazu, finde ich. Nur jetzt irgendwie bauen und quatschen, das klappt so schwierig. Aber ich finde sowas mal als Story irgendwie ganz cool. Weißt du? So Factorio nutze ich als entspanntes Quatschformat so ein bisschen, um Infos zu droppen und so weiter und nebenbei ein bisschen aufzubauen und alles. Ich genieße einfach das ein bisschen. Finde ich cool. Ne, auf jeden Fall
Habe ich dann danach die Ausbildung abgeschlossen und bin dann halt mit der Auszeichnung zusammen, da wurde mir sogar ein Stipendium angeboten und so weiter, studieren gegangen. Habe aber trotzdem vorher noch ein, zwei Jahre gearbeitet. Da habe ich dann zum Beispiel bei einer Firma angefangen, ich sage jetzt natürlich nicht welche, klar. Und ich sag mal so, die hatten das so gehabt, die haben halt, so wie hier auch, eine sehr große Produktionskette, ja. Eine sehr große. Die war, glaube ich, insgesamt 2,5 Kilometer lang in der Produktionsstrecke. Also für eine einzige Maschine so. Und da waren halt ganz viele Maschinen nebeneinander gereiht, ja. Was da produziert wurde, soll jetzt erstmal egal sein, ja. Und das wurde in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Und da war zum Beispiel auch dieser eine Bereich Abfüllung und Verpackung. Wie gesagt, was das war, ist egal. Und in dieser Abfüllung und Verpackung zum Beispiel, da arbeitet dann pro Maschine immer ein Industriemechaniker, halt ein Techniker da dran, zwei Bediener, ab und zu noch einen Ersatzspringer, falls es mal mehr oder schwieriger wird, und ein Lagerist, der immer die ganzen Sachen dahin bringt, ja? Also insgesamt hast du halt 1, 2, 3, 4 bis 5, also 4, 5 Mitarbeiter. Plus noch einen Zusatzarbeiter, der sich aber bei allen am Ende 4 Maschinen, also es gibt zwar da viele, 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 viele Maschinen, aber 4 halt für das Produkt, was wir herstellen. Mit verschiedenen Marken halt dahinter, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall war da am Ende dann halt noch einer, der für alle 4 Maschinen gleichzeitig zuständig war, der dann halt das Endprodukt, die Paletten und die Roboter beobachtet hat und die ganzen Paletten verladen hat, ja. Also halt quasi auch, ich sag mal, Lagerist. Und ich war halt dann an der einen Maschine zuständig und da ich halt Maschinenführer war, sollte ich halt dann die Maschine komplett erstmal so normal mit angucken. Und nach 2 Wochen haben die gesagt, ey Junge, du bist so gut mit der Maschine unterwegs, du hast jetzt nach 2 Wochen schon so in- und auswendig gelernt, du hast teilweise schon umgebaut ganz alleine, während die anderen Pause gemacht haben, hast du weiter umgebaut und hast du dann Pause gemacht, als die dann wieder, weil wir hatten eigentlich mal so gehabt, bei Pause wird die Maschine ausgestellt für eine halbe Stunde und alle gehen in Pause, zum Beispiel. Ich habe gesagt, ey, bei uns eine Maschine, machen wir es doch ganz einfach. Wir machen das jetzt einfach so. Ihr geht jetzt einfach ganz entspannt in Pause. Ich baue die Maschine schon mal um. Dann geht ihr wieder hier hin. Ihr produziert weiter. Und dann gehe ich Pause machen. Dann haben wir diese Leerstelle dazwischen nicht. Vorteil davon, wenn wir mehr geschafft haben, die Aufträge fertig sind, werden wir schneller fertig. Und im Endeffekt können wir vielleicht früher gehen. Na, manchmal nicht, manchmal schon. Je nachdem, wie es halt ist. Und wenn es halt meistens auf Freitag ausläuft, dann kannst du Freitag 2-3 Stunden früher gehen, weil du jeden Tag eine halbe Stunde einsparst. Finde ich halt geil. Fanden die anderen auch. Haben die gesagt, ja klar, mach mal, easy. Und da habe ich dann die Maschine alleine mir angelernt. Und habe ich das komplett easy alleine gemacht. Alles. Ja? Und das war eine wirklich große Maschine. Also war wirklich echt viel, muss man tatsächlich vorstellen, ja? Oder auch schon so simple Sachen. Da war zum Beispiel beim Palettierer, also das, wo halt die ganzen Produkte auf der Palette gestapelt werden zum Beispiel, ist mal ausgefallen. Ja, da musste dann halt tatsächlich sogar jemand von dem Service kommen, weil wir selber da nicht dran rumschrauben dürfen, wegen Garantiegründen, musste dann noch einer extern rankommen. Und während die nicht läuft, mussten leider ein, zwei Leute mal mit Hand abpacken. Was, glaub mir, das kann auf Dauer echt anstrengend werden. Das machst du eine Stunde und du bist im Arsch. Pack mal Kartons wirklich so im Gefühl 10-Sekunden-Takt darunter. Noch nicht mal, 5-Sekunden-Takt. Das ist wirklich viel. Und auf der Palette war so ein bestimmtes Packmuster, ja? Also wie die halt gestapelt werden müssen. Und das ist halt von Ebene zu Ebene ein bisschen anders. Und die Leute, die haben sich das nicht gemerkt. Und ich wusste von irgendwie 12 verschiedenen Produkten, jedes Produkt hat ein anderes Packmuster, alle auswendig. Weil, ganz ehrlich, du hast doch eh den ganzen Tag gefühlt dann, wenn du mal irgendwie Freizeit hast, ich bin halt jemand, ich lerne gerne, ne? Ich will gerne wissen, was ich da mache. Wenn ich was mache, so wie auch Factorio, sieht man auch, ich mache dann eine Liste, ich mache alles ordentlich, ich will dann auch wirklich das Detail wirklich ausreizen davon, ja? Ich will wirklich alles davon wissen und verstehen. Wenn ich hier was nicht hinkriege, dann arbeite ich daran, bis ich es hinkriege. Und ihr seht ja selber hier, was daraus werden kann. Ich hätte natürlich auch einfach so weiterbauen können wie hier, einen riesen Klotz bauen und sagen, hör, fertig. Nein, ich will das ordentlich, alles symmetrisch, richtig geil und cool bauen, ja? Das gleiche halt da auch. Und in meinem Job bin ich genauso. Ich will das natürlich ordentlich haben. Jetzt war die Maschine ausgefallen und die haben gesagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie Packmuster, ich muss mal gucken, ob ich hier einen PC irgendwie finde, weil vom Roboter haben wir jetzt gerade hier keinen Zugriff und alles ein bisschen scheiße gewesen. Da habe ich gesagt, ja, brauchen wir nicht nachgucken, ich weiß die. Wie, du weißt die? Ja, so. Echt jetzt? Ja, mach mal so weiter, ich kontrolliere es mal eben. Hat die nachgeguckt, hat es dann irgendwann gefunden, kommt 2 Stunden später runter. Jo, du hast recht, ist ja alles richtig. Weißt du die von den anderen Punkten auch? Ja, haben wir schon längst angefangen. Echt jetzt? Oh ja, krass.
So ist die Produktion, also die, dieser Produktionsstopp, der eigentlich hätte echt teuer werden können für 2 Stunden Ausfall und sowas, nicht stattgefunden und wir konnten weiter produzieren. Ich meine, gut, manche Leute fanden das nicht so cool, so, wir hätten jetzt eine Viertelstunde frei haben können, du bist ein Wichser, jetzt mussten wir weiterarbeiten. Ich dachte mir so, ja, wenn wir jetzt aber 2 Stunden Pause machen und dumm irgendwo, also richtig dumm irgendwie im Wartezimmer, ach, im Wartezimmer schon, im Pausenzimmer oder sonst irgendwas sitzen und uns den Arsch da einfach nur abwarten und total dumm rumgammeln, oder ob wir diese Scheiße jetzt kurz fertig machen, mit Hand abpacken und so weiter, was wir eh danach machen müssen, und zwar die gleiche Menge, ja, es ist also gar nichts ändert, und wir lieber dann 2 Stunden früher am Freitag gehen können. Was ist besser? 2 Stunden zu Hause chillen? Oder sonst wo? Oder 2 Stunden dann da im Pausenzimmer mit den anderen Spastis rumsitzen? Also sorry, auch wenn das manche Leute irgendwie dann angepisst deswegen waren, aber meine Priorität war definitiv bei dem Freitag zu Hause sein. Ne? Ich meine ja nur. Kann ja auch wieder jeder anders sehen. Ne? Vielleicht dann verstehen sich manche so gut mit ihren Arbeitskollegen und sagen, nein, ich will lieber dann da anstellen. Ist ja auch jedem, ne, wie er will. So, und jetzt sitze ich dann da und war ganz beim Arbeiten. Und dann kommt die meine Vorgesetzte runter, ja, und hat gesagt, ey, weißt du was, du machst das alles hier bisher so gut. Das war nach 2-3 Wochen gerade mal. Was hältst du davon, wenn du jetzt mal die komplette Teamleitung hier übernimmst von der ganzen Abteilung da? Und dann dachte ich mir so, ernsthaft jetzt? Klar, warum nicht? Und selbstverständlich, es wäre auch dämlich, also sorry, aber wenn irgendjemand, ja, kleine Empfehlung mal für euch, ne, wenn ihr eine Beförderung bekommt, ja, nicht direkt einschlagen und sagen, easy mache ich, voll cool. Ja, ihr habt dann einen besseren Job, aber bedenkt auch immer bitte dabei, ihr habt mehr Verantwortung, mehr Aufgaben und eventuell auch schwierigere Aufgaben. Bedeutet, ihr solltet euch das auf jeden Fall auch besser bezahlen lassen. Weil sonst, auf gut Deutsch, fickt ihr euch selber. Sonst macht ihr mehr Arbeit für umsonst. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie sieht's denn da so ein bisschen mit Geld durchaus? Dann meinten die, jo, kack. Natürlich, machen wir. Und hab ein bisschen mehr Urlaub und ein bisschen mehr Dings bekommen. Easy peasy, ne? Und im Endeffekt habe ich dann da für ein halbes, dreiviertel Jahr so gearbeitet als Teamleiter. Habe dann gewechselt zu einer anderen Firma, ist auch egal welche, ja. Und da habe ich dann als Schichtführer gearbeitet. Für 2 Jahre, genau. Und dann habe ich das Studium angefangen. Mit 24. Ja. Jetzt studiere ich 3 Jahre, das sind 6 Semester. Dann bin ich 27 und dann bin ich Ingenieur. Und ich finde das bis jetzt eigentlich ziemlich geil, weil so konnte ich halt ein paar Jahre lang sehen, wie ist so dieser ganze Zweig, also wie ist das alles so, die ganze Materie dahinter, ja, mal sich selber angucken und dann entscheiden, jo, jetzt gehe ich studieren, war viel, viel, viel besser als den anderen Weg, finde ich. Weil ich wollte damals zum Beispiel immer, dachte ich mir so, boah, sowas wie Architekt finde ich voll cool, ja, weil ich bin so einer, was mein Ziel ist so ein bisschen, ich habe mehrere Ansprüche an so einen Job, ja, den ich gern machen möchte. In der Schulzeit fand ich es mal lächerlich, wenn die Lehrer irgendwie hinkamen und meinten, was wollt ihr denn später werden? Ja, ganz ehrlich, in der Grundschule sagt dann so die meisten dann irgendwie Astronaut, Feuerwehrmann, Polizist oder manche sagen auch Lehrer. Ich sag mal, so sind so die Klassiker, ja. Das hat man ganz oft gehört. Ich hatte auch schon gesagt Architekt. Ja, das habe ich schon in der Grundschule gesagt. Dann kam die normale Schulzeit. Da war es übrigens immer noch genauso, wobei ich dann teilweise so ein bisschen umgeschwungen bin, auch so, weil mein Vater ist im großen Außenhandel als Vertriebsleiter, also halt auch im Verkauf und so zuständig. Und ich fand das immer ziemlich geil und habe auch gesagt, ey, das könnte mir auch gefallen, ne? Und naja, im Endeffekt weiß man es halt vorher nicht. Du kannst zwar so ungefähr abschätzen, was dir Spaß macht, was nicht, aber was da wirklich hintersteckt, weißt du ja gar nicht wirklich. Bestes Beispiel, Mathe. Mathe in der Schulzeit, 1. bis 10. Klasse, absolute Bravour bestanden, jedes Mal. Immer eine 1 geschrieben. Klingt vielleicht richtig strebehaft, aber Mathe war das einzige Fach, wo ich nonstop in der kompletten Schulzeit nie schlechter als eine 1 war. Glatt. In der Berufsschule. Alter, easy Snack, Junge, direkt ein 1er-Schnitt in Mathe. Ohne Probleme. Ich habe mir Themen selber beigebracht, gar kein Problem. So. Jetzt im Studium ist es mein absolutes Hassfach. Weil es nichts mehr mit dem zu tun hat, was eigentlich Mathe so wirklich ist, so gefühlt. Du hast halt viel nur noch theoretische Mathematik.
ja, so für die, die es jetzt irgendwie interessiert, sowas wie Mengenlehre oder Vektorrechnung, das ist halt dann, ja, es ist zwar auch kompliziert, aber ich finde das halt dann irgendwann so unnötig irgendwie und so dämlich irgendwie, das zu lernen, weil man es halt selber kaum oder gar nicht braucht. Weißt du, sowas wie in der Schulzeit, die ganze Zinsprozent, Dreisatzrechnung, Wahrscheinlichkeitsrechnung oder von mir aus auch sowas, die ganze Geometrie oder all möglichen Sachen, sowas, die kannst du wenigstens benutzen und anwenden. Weißt du, ich meine? Die machen dann irgendwie so richtig Sinn, so, du kannst mit was anfangen. Mit dieser ganzen theoretischen Mathematik, so Mengenlehre, Junge, wen juckt das? Außer, du willst jetzt vielleicht Mathe studieren. Und selbst dann ist es wahrscheinlich noch so ein Ding, will ich das wirklich wissen? Ich weiß es nicht, aber hätte man vorher nicht wissen können. Weiß ich mein? Woher willst du das vorher wissen, wenn es dir keiner sagt und sowas? Jetzt stell mir vor, so jemand, der hat immer Bock auf Mathe und entscheidet sich dann Mathematik zu studieren und sitzt dann genau in dieser Scheiße drin. Der bricht das Studium dann ab und sagt sich so, geil, halbes Jahr verschwendet oder sowas und ein Jahr. Das ist mir nicht passiert, weiß ich mein? Oder noch ein anderes Beispiel so. Ich wollte ja Architekt werden. Ja, technisches Zeichnen ist natürlich sehr, sehr viel mit verbunden, ne? Ich dachte mir so mal so, ja, Zeichnen und auch technisches Zeichnen habe ich kein Problem mit, kriege ich hin. Auch Geometrie und das ganze Verständnis dahinter, easy. Auch in der Berufsschule, Zeichnen und technisches Zeichnen und sowas, gar kein Problem, ja? In der Berufsschule war das alles noch easy. Jetzt im Studium hatten wir auch im ersten Semester technisches Zeichnen als Fach. Und da die Semesteraufgabe zum Zeichnen, ja, also einer, es gab da 6 Praktika, wovon 4 Praktika waren zum Zeichnen, wo es immer ein bisschen schwieriger wurde. Das 5. Praktika war nur ausschließlich Rechnen, wie man zwischen Passungen und Toleranzen oder irgendwelche Spiele oder irgendwelche anderen, also Gewinne und all möglichen anderen Scheiß halt berechnet, ja, wie man das alles macht. Den Teil fand ich super, super, super öde und langweilig mit dem Berechnen, weil ganz ehrlich, sorry, ja, dass man es halt den Grund davon verstehen muss und wie es klappt, das Grundverständnis verstehe ich ja, ja, aber die Rechnung jucken mich nicht, weil die stehen im Tabellenbuch drin. Was soll ich die Scheiße auswendig lernen, wenn sie doch im Tabellenbuch stehen, ja? Ich muss ja nicht wissen, wie etwas funktioniert, also schon, wie es funktioniert, aber ich muss ja nicht wissen, wie es auswendig geht, sondern ich muss ja nur wissen, wo ich es finde, ja? Wenn ich weiß, wo und wie es klappt, das reicht doch, weil ich brauche nur ein Tabellenbuch nachgucken und brauche das anwenden, was da drin steht, als Beispiel. Wenn ich es auswendig lerne, ey, sorry, aber es kann mir keiner erzählen, dass er alle Sachen, die man so im Studium lernt, auswendig lernt. Das ist schier unmöglich, meiner Meinung nach. Weil du solche Massen an Input bekommst. Ich meine, ihr müsst euch nur mal vorstellen, was es da für Fächer gibt, ja? Ich meine, ich kann mal so aufzählen, was ich so mache, ja? Ist eh eine Quatschfolge jetzt. Die geht noch 10 Minuten ungefähr. Die ziehen wir auch durch so, ja? Ihr müsst euch mal vorstellen, nur im ersten Semester hatte ich Mechanik, Konstruktionslehre, was halt technisch zeichnen oder am Computer 3D programmieren, also nicht programmieren, 3D-Ansichten erstellen ist von irgendwelchen Bauteilen, ja, also das 3D-Zeichnen quasi, da verschiedene Praktika plus eine Klausur, technisches Dokumentieren, wo du Versuche im Labor machen musst, die auswerten musst und das Ganze im Protokoll alles abgeben musst und komplett halt detailliert irgendwie in Excel mitarbeiten musst, womit ich jetzt persönlich kein Problem habe, weil ich Excel liebe, ja, hey, Best Buddies sind so. Englisch, aber jetzt nicht normales Englisch, so wie in der Schule, sondern technisches Englisch, also Technical English, wo man halt wirklich solche Sachen lernt von, was ist, also irgendwie Schmelzen oder Walzen oder Schweißen, so die ganzen Fachbereiche, wie das alles auf Englisch ist, halt alles Technische im Englischen, ne, ist auch logisch, technisches Englisch. Ist also natürlich ein bisschen höhere Form. Da habe ich übrigens mittlerweile Sprachniveau, ich glaube, das war das B1? Was war das Bessere? B1 oder B2? Auf jeden Fall das, was vor C steht, also das, was quasi vor fließend sprechend steht, bin ich. Also es zählt schon als fließend. Ich guck mal ganz kurz nach. Pass auf, das guck ich mal ganz kurz nach. Sprachniveau, Stufen, genau, nicht Englisch, Stufen. Oh, mein Internet ist weg, das ist ja schön. Das ist ja cool. Da hat das Internet keinen Bock mehr. Ja gut, dann guck ich es halt nicht nach. War auf jeden Fall irgendwie, A1, A2, B1, B2 und C1, C2 irgendwie so, wobei C2 oder C1, ich weiß nicht, was oben stand. Also das, was halt oben steht, ja, das obere, das war dann halt
das Muttersprachniveau, also Muttersprachler. Eins darunter war da halt absolut perfektes Englisch. Noch eins darunter ist dann halt, wo ich jetzt war. Ja? Und jetzt wurde ich hochgestuft auf absolut perfektes Englisch. Ja, war auch super. Dann hatten wir dann noch Mathe, Naturwissenschaften, einen Tag des Ingenieurs, wo die höheren Semester uns ihre Projekte vorstellen, Werkstoffkunde, wo man alles Chemische und sowas lernt und auch dazu Praktika hat, wie man jetzt zum Beispiel Proben durchführt, ob ein Bauteil jetzt irgendwie wie rau ist und so weiter, Informatik, ja. Das sind ganz viele Fächer und das nur im ersten Semester, im zweiten Semester. Mechanik, noch weiterführend. Konstruktionselemente, wo wir weiter da am PC dann die Sachen 3D animieren und so weiter und halt auch als Zeichen darstellen, dazu ein Praktikum, technisches Dokumentieren 2, also wo wir wieder Protokolle schreiben müssen, Englisch, nochmal Mathematik, Thermodynamik, Elektrotechnik, im dritten Semester ist es dann Mechanik, Konstruktionselemente 2, technisches Dokumentieren 3, methodisches Konstruieren, ja, also wieder was Neues da, Fertigungstechnologie, Fluidmechanik, Physik, und so weiter, ja. Im vierten Semester Mechanik 4, Mechanik 5, Konstruktionselemente 3. Dann kommt das erste Wahlpflichtmodul, wo wir aus über 94 Fächern aussuchen können, was wir machen möchten. Methodisches Konstruieren 2, CAE-Konstruktion und da wird die Projekteinführung gemacht. Dann im fünften Semester wird dann nochmal das zweite Wahlpflichtmodul gewählt. Mechanik 5 weitergeführt, Konstruktion mechatronischer Systeme plus Praktikum, Regelungstechnik, Kunststofftechnik und das Projekt halt. Und wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, wie viele Fächer das sind, wie viele Fachbereiche das sind, die wollt ihr auswendig lernen, alle Formeln, die dahinter stehen, jedes Detail. Also sorry, mir kann keiner erzählen, dass er das hinkriegt. Und wenn, dann ist er ein laufendes Lexikon, das wäre absolut krank. Und naja, wenn man halt sowas dann auswendig lernen muss für irgendwelche Klausuren, auch wenn es nur vorübergehend ist, finde ich immer dumm. Und wenn ich mir jetzt angucke, was wir zum Beispiel technisches Zeichnen, da haben wir Semesteraufgaben zum Zeichnen gehabt, die sind so übertrieben krass gewesen, nur von der Masse her vom Zeichnen, dass ich, also wirklich, wo wir in der Zeichnung, die Zeichnung selber, das war so eine Welle, also so ein, ich sag mal, für die nicht wissen, was eine Welle ist, ist wie so ein Rohr, nur ohne, dass es innen drin hohl ist, sondern halt wie so eine Stange quasi, aber halt dicker. Wo dann halt auf beiden Seiten irgendwie was mit einem Gewinde war, Innengewinde, Außengewinde mit einer Bohrung, da waren da teilweise Freischnitte drin, da waren generell Radien drin, die ganze Oberflächenbeschaffenheit musste beachtet werden, es waren Schnittansichten, Teilansichten, generell die drei diese Dreier-Projektionsmethode da. Eine Übersetzungstabelle, Werkstoffkant muss man angeben. Man musste, also quasi eigentlich alle Details, die es überhaupt in technischen Zeichnungen gibt, musste man damit beachten in der Semesteraufgabe. Für diese eine Kackzeichnung habe ich 8 bis 10 Stunden gebraucht. Wohlgemerkt hatte ich dazwischen auch 1-2 Stunden Pause gemacht. Und ein bisschen YouTube nicht mehr gehört, Comedy und Musik. Weil sonst hält es nicht aus. Ja, sorry. Ich lerne mit Musik viel besser, weil ich am Lehrer auch nicht nachvollziehen können. Ja, weil sie es selber nicht hatten. Sorry, aber ist so. Nee, aber Zeichnen, ganz ehrlich, eigentlich mega geil. Und auch so von Gefühl immer cool gewesen. Aber was wir da für eine Masse hatten und die ganzen Sachen selber ausrechnen mussten von den Passungen und so weiter, dann wurde es öde. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wäre ich jetzt Architekt geworden oder sowas, oder hätte ich jetzt einen Weg dahin angeschlagen und ich hätte das dann halt fast nur gehabt, ich weiß nicht, ob mir das Spaß gemacht hätte. Jetzt stell dir vor, ich wäre in der Schule gewesen, habe Abitur gemacht, hätte dann da angefangen, hätte dann für ein Studium angefangen und hätte im zweiten Semester gemerkt, boah, voll scheiße. Ja, dann kannst du das Studium abbrechen und vielleicht brauchst du das Abitur dann gar nicht mehr. Dann hast du die kompletten 1,5 Jahre oder so fürs Studium plus vielleicht die 3 Jahre Abitur komplett verschwendet. Und ich weiß, jeder geht natürlich so seinen eigenen Weg, so, ne, ist klar, aber so sehe ich das zumindest. So habe ich zumindest schon mal ein bisschen die Praxis gesehen und so weiter, ne. Aber dann hast du Leute, die sich dann darüber lustig machen. Und ich kann bis heute nicht nachvollziehen, warum machen sich Leute darüber lustig, wie andere, ich sag mal, ihr Leben leben, was ihre Hobbys sind und so weiter. Sorry, kann ich nicht nachvollziehen.
Ich gehe jetzt mal wirklich in die ganz extreme Richtung rein, ja? Mich würde es nicht mal interessieren, wenn sich dann Leute irgendwelche Animationen oder sowas und irgendwelche Hentais von mir aus auch von irgendwelchen Lolicon oder Trap oder was weiß ich nicht, Genderbänder oder was weiß ich nicht, was es für Kategorien gibt. Guckt's euch halt an. Guckt ihr Animes an, Serien an, guckt ihr irgendwelche Love Stories an, juckt mich ein Scheiß. Weißt du, ich find's bis heute einfach nur unverschämt und absolut lächerlich, dass Leute hinkommen und sagen, das darfst du nicht oder nein, mach das nicht oder es ist lächerlich, es ist ja unnormal oder es ist ja, macht ja generell keinen Spaß oder es ist dumm oder es ist schlechtes Hobby, es ist kindisch oder irgendeine andere Begründung. Und für mich gibt's, also ich habe da kein Verständnis für, es gibt für mich da keine vernünftige Begründung für. Nichts. Und man könnte jetzt meinen so, ja, okay, aber ist ja eher die Ausnahme. Nein, ganz ehrlich, heutzutage ist es nicht mehr die Ausnahme. Wie oft ich jetzt schon einfach da solche Sachen einfach gemerkt habe, dass es den Leuten wirklich wichtig ist, wie andere ihr Leben leben, ist halt absolut lächerlich. Und ja, auch wenn ich da jetzt vielleicht irgendwie in ein paar Wunden reinsteche bei irgendwelchen Leuten oder irgendwie aufs Gemüt treffe, tatsächlich finde ich es auch schon scheiße, wie manche halt ins Extreme überrücken. Beispiel, ja, und sorry, dass ich das sage so, aber diese ganzen Sachen mit dem Gendern oder auch zum Beispiel mit den generellen Rassismus, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Jeder, denke ich mal, der normal denken kann, weiß, yo, ist kacke sowas, wenn man da irgendwie Leute runtermacht oder sonst irgendwas. Aber sorry, mittlerweile finde ich das, geht's in eine Richtung, wo es übertrieben wird. Und dass das so einen Zuspruch bekommt und von allen zwangsweise so übertrieben wird, das finde ich persönlich zu nervig. Weil ich bin immer noch so, und so wurde ich auch erzogen und so werde ich auch meine Kinder erziehen und so finde ich es auch vernünftig. Jeder soll machen, was er will, solange, und das finde ich ist die einzige Einschränkung, es keinen anderen beeinflusst oder behindert, wie er sein Leben leben möchte. Dann ist mir das scheißegal, was du machst. Beispiel, ja? Gehen wir wieder in die übertrieben extreme Richtung, einfach weil das für mich so ein Bereich ist, wo ich sagen kann, yo, das ist ein Punkt, ja? Kinderpornografie gehört für mich absolut verboten. Als Beispiel. Weil du damit den Kindern offensichtlich schadest. Wenn jetzt aber in einem, zum Beispiel, Anime irgendwie Lolicon gezeigt wird und sich da jetzt die Leute, keine Ahnung, irgendwie einen drauf keulen und das halt cool finden, finde ich, ist das jetzt nicht mehr so schlimm, ja? Weil das gezeichnet ist. Juckt mich dann nicht mehr so wirklich. Weil es schadet keinem. Und da ist ja trotzdem so, da sagen Leute, nö, das gehört verboten. Ich meine, gut, ich habe natürlich jetzt so nichts verloren, so, aber trotzdem finde ich halt es unnötig. Warum machen sich da Leute die Mühe, um sowas zu verbieten, wenn die davon eh nichts mitkriegen, das die nicht betrifft und auch generell eigentlich, es macht halt keinen Sinn. Also, weiß ich nicht, so geht es mir zumindest. Oder Beispiel, Spiele. Sorry, aber Spiele und Indizierung in Deutschland ist ein großes Thema. Ich lade jetzt gerade Dying Light 2 hoch immer wieder, ja? Dying Light 2 ist ein bis jetzt cooles Spiel, in dem es um eine Zombie-Apokalypse oder ich sag mal Infizierten-Apokalypse geht, in dem halt ein Virus die Menschheit dahin rafft, ja? Klassiker. So, der erste Teil war schon geil, der zweite, der finde ich jetzt, macht auch Spaß. Ist ein Open-World-Game, in dem halt auch den Zombies Gliedmaßen oder auch andere Sachen abgetrennt werden können. Ja, du kannst da eben hingehen mit dem Schwert, zack, ist er geköpft. Arme abschneiden, kannst ihm den Kopf abschlagen, die bluten wie Sau und sonstige Scheiße. Und ja, klar, da bin ich auch dafür, mach das Spiel ab 18. Das ist eine übertrieben heftige Gewaltdarstellung. 18, easy. Ja, das finde ich okay. Was ich nicht okay finde, ist die Indizierungsliste, weil die meiner Meinung nach absolut bekloppt und beschissen ist. Woher nehmen sich jetzt zum Beispiel irgendwelche Politiker, irgendwelche Organisationen wie jetzt die USK oder sowas, das Recht, Erwachsenen vorzuschreiben, was sie spielen dürfen, was nicht? Tut mir leid, aber was soll das? So, Dying Light 1 war zwar schon auf der Indizierungsliste und ich musste bei Dying Light 2 jetzt echt hoffen, dass sie es nicht machen. Bis jetzt ist es nicht drauf. Bis jetzt ist es nur ab 18. Ich hoffe, es bleibt auch so, weil ich sehe da keinen Grund drin. Vor allem dann die Gründe, warum. Ja, ein Zombie-Kopf abschlagen ist okay, aber
wenn du im Spiel Menschen den Kopf abschlagen kannst. Oh, das ist zu schlimm. Junge, ganz ehrlich. Also, da bin ich schon der Meinung. Das ist animiert am PC. Es kommt keiner zu Schaden. Und es ist eine USK. Ich möchte mal ganz kurz für die Leute, die sich jetzt immer noch nicht wissen, vor Augen rufen. USK heißt Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Das heißt, wenn da steht USK 18, heißt das nicht, dass du 18 Jahre alt sein musst, um das spielen zu dürfen. Das ist Bullshit. Das heißt, dass du selber entscheiden solltest. Es wird empfohlen, ey, es ist ab 18, mach dir vielleicht mal Gedanken darüber, wenn du jetzt irgendwie 15 bist, dass es vielleicht sehr brutal sein kann. Ja? Das ist quasi wie ein Warnhinweis. Achtung, ist krass. Weißt du? Das heißt nicht, dass du es nicht haben darfst. Verstehen tue ich natürlich, dass sie es im Geschäft nicht an Minderjährige verkaufen. Das ist wieder was anderes. Das ist wieder Verkaufsrecht. Da bin ich auch für. Aber wenn jetzt zum Beispiel, weißt du, mein erster Shooter zum Beispiel war, als Far Cry 3 released wurde. Far Cry 3. Das war, wann war das denn? 2013, glaube ich. Boah, ich glaube schon 2013. Ich weiß auf jeden Fall, da war ich irgendwie 15 oder 16. Ja, ich glaube 15 war ich da. Da wurde mir Far Cry 3 gekauft, mein Vater. Der gesagt, er hat das da gesehen, er hat dann einen Trailer zugeguckt und dachte sich so, ist ein geiles Game so, hast du Bock, das vielleicht mal auszuprobieren, und hat es mir dann einfach geschenkt. Ich glaube, das war zu Weihnachten oder so. Das kam, glaube ich, auch in dem Zeitraum raus, ich weiß es gar nicht mehr.